Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht wieder weiter mit Esmeralda und mir hier im Kirchturm. Wir wollen wieder zusammen musizieren und wir legen doch gleich mal los mit unserem Begrüßungslied. Aber Achtung, es gibt ein paar neue Strophen. Seid gespannt. Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda, komm mal schnell her! Wow, jetzt hast du dich aber richtig beeilt. Schön, dass du da bist. War gutes Begrüßungslied, oder? Und so viele neue Strophen. Weißt du denn, Esmeralda, worum es heute geht? Nein? Ich verrat's dir und ich verrat's euch einmal. Wir haben doch ein ganz wunderbares Motto von unserer Kirche bekommen. Vielleicht wisst ihr das, was das für eins ist? Esmeralda, weißt du das? Ja, Gemeinschaft mit Christus. Ja, fast. Es heißt gemeinsam in Christus. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Das gucken wir uns jetzt mal an, wo da der Unterschied ist, okay? Also, Gemeinschaft mit Christus oder Gemeinschaft in Christus? Das ist ein ganz, ganz kleines Wort, aber ein riesengroßer Unterschied. Weil mit Christus können wir eigentlich so alles machen, was wir wollen. Wir können trotzdem andere ärgern oder böse zu jemandem sein. Wir können auch noch jemanden doof finden und haben aber in der Kirche zum Beispiel oder in der Sonntagsschule trotzdem noch Gemeinschaft mit Christus. Und Gemeinschaft in Christus ist, dass wir uns um die anderen kümmern. Dass wir so denken wie Jesus und gucken, was Jesus getan hat. Der hat nämlich alle Menschen lieb gehabt, auch die, die ihm Böses getan haben, die nicht gut zu ihm waren. Die hat er trotzdem so akzeptiert, wie sie sind und hat sie ganz doll lieb gehabt. Und was es noch heißt, in Christus Gemeinschaft haben, das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Ich habe schon mal gesagt, er hatte alle Menschen lieb. Dazu kommt noch, dass er andere getröstet hat und ihnen geholfen hat. Und zum Beispiel, dass er auch mit ihm geteilt hat. Ihr kennt es vielleicht, das euer Lieblingsspielzeug, das wollt ihr gerne für euch behalten. Aber jetzt gebt es doch mal einem Freund oder eurer Schwester oder eurem Bruder, dass der auch mal damit spielen kann. Und dann hat der Herr Jesus sich auch noch mit den Außenseitern abgegeben, die nicht so ganz in die Reihe passen, die nicht so sind wie du, die dir ein bisschen komisch vorkommen, aber das war dem Herr Jesus alles egal. Er hat sie zu sich genommen, er hat sie lieb gehabt. Und er hat ihnen auch vergeben,
die, die ihnen Böses getan haben. Da hat er einfach gesagt, ist nicht so schlimm. Ich vergesse das. Ich hab dich trotzdem lieb. So, jetzt haben wir gerade ganz viel gehört von dem Motto und von Jesus. Jetzt wollen wir natürlich das gemeinsam auch noch einmal in der Musik, mit der Musik umsetzen. Und das machen wir mit einem Lied. Das heißt auch gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Und dazu gibt es heute ein paar Klänge. Vielleicht kennt ihr das Spiel, ich packe meinen Koffer. Wir packen jetzt einfach mal ein paar Klänge ein und machen damit Musik. Und wir fangen an mit einem Instrument, das kennt ihr bestimmt. Und falls ihr das Instrument nicht da habt, dann geht mal fix in die Küche, wartet kurz und holt euch ein paar Kochlöffel. Oder ihr habt die Klanghölzer zu Hause. Und ich spreche euch den Text des Liedes einfach mal vor mit den Klanghölzern. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Habt ihr was gefunden? Kochlöffel oder Klanghölzer? Dann probieren wir das gleich nochmal zusammen. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Wir machen das Ganze etwas langsamer. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Und ein letztes Mal probieren wir es noch. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Jetzt haben wir den Text. Weiter geht's mit den Tönen. Die brauchen wir ja auch noch zum Singen, oder? Die Töne holen wir uns mit den Klangbausteinen. Vielleicht habt ihr ja auch sowas zu Hause. Ihr seht ja, welche Farben hier liegen. Wir blenden es auch nochmal ein. Und da steht dann auch direkt drauf, wenn ihr jetzt nicht genau solche Farben habt, welche Töne wir brauchen. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Ich singe euch das Ganze noch einmal ohne Klangbausteine vor. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Und jetzt spiele ich nochmal leise mit den Klangbausteinen dazu. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Habt ihr gesehen, welche Töne ich wann gespielt habe, beziehungsweise welche Farben? Ich habe angefangen mit dem Grünen, habe ich zweimal gespielt. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Und ich spiele immer jeden zweimal, bis auf am Ende. Da spiele ich dann einmal den Grün, einmal Lila und dann Orange. Probieren wir noch einmal. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Und falls ihr vorhin aufgepasst habt, da habe ich noch ganz schnell am Anfang den Orangen gespielt. Das zeige ich euch auch nochmal. Wir probieren es einfach gleich zusammen. Wem das aber zu schnell geht, der fängt dann erst mit dem Grün an. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Aber vielleicht habt ihr ja sowas gar nicht zu Hause. Was machen wir denn da? Da habe ich auch eine Idee. Da brauchen wir nämlich heute ein Glas, beziehungsweise dann drei Gläser und etwas Wasser. Und das soll dann natürlich rein. Jetzt hört mal genau hin, wie sich der Ton verändert, wenn ich da jetzt Wasser reinlasse. So klingt das Glas ohne Wasser.
jetzt kommt das Wasser da rein. So klingt es jetzt, wenn es fast voll ist. Und da brauchen wir jetzt 3 Gläser. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet. Hier haben wir ein orangenes Glas, passend zu dem hier. Ein grünes, ein bisschen edler, in einem Weinglas. Und natürlich auch lila. Klingt schon fast gleich. Ist nämlich gar nicht so leicht, die Töne so richtig zu stimmen. So, dann probieren wir das Ganze doch mal mit unseren Gläsern. Wisst ihr noch, wie wir hier gespielt haben? Das machen wir jetzt genauso mit den Gläsern. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Probieren wir gleich nochmal. Achtet darauf, oder beziehungsweise seid ganz vorsichtig, das ist ja Glas, dass da nichts kaputt geht. Also schlagt ganz, ganz vorsichtig dran. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Und jetzt gibt es natürlich noch eine Strophe dazu, zu dem Lied. Die spiele ich nochmal mit den Klangbausteinen. Da brauche ich aber noch einen Ton mehr, nämlich diesen hier, einen pinken Ton. Und so klingt die Strophe. Gemeinsam ist man nie allein, immer ist jemand da. Jesus hat uns alle lieb, ist uns im anderen nah. Gemeinsam kann man alles schaffen, sich trösten und verstehen. Wenn wir zusammenhalten, dann sind wir. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Ich singe euch nochmal die Strophe vor und spiele, mache es aber nochmal ein ganzes Stück langsamer, sodass ihr das mit den Farben gut mitverfolgen könnt. Und ihr könnt ja einfach dann die Gläser dazu nehmen und lasst den Ton, der hier oben ist, einfach weg. Und spielt nur die, die ihr habt. Also, schön langsam. Gemeinsam ist man nie allein, immer ist jemand da. Jesus hat uns alle lieb, ist uns im anderen nah. Gemeinsam kann man alles schaffen, sich trösten und verstehen. Wenn wir zusammenhalten, dann sind wir. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Unsere Klanghölzer wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Die nehmen wir jetzt auch nochmal dazu, im Refrain. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze doch einfach mal alles zusammen. Gemeinsam, nie einsam, in Christus leben wir. Ich bin nie alleine mit Jesus und mit dir. Jesus hat uns alle lieb, ist uns im anderen.
schön. Das finde ich aber auch. Gemeinsam Musik machen, das macht doch immer richtig viel Spaß. Das war's heute auch schon wieder von uns. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, mit uns zusammen Musik zu machen. Und ihr könnt ja mal zu Hause gucken, was ihr da noch in der Küche und im Wohnzimmer oder noch im Kinderzimmer für Instrumente findet, die ihr mit in euren Instrumenten-Musikkoffer packen könnt. Tschüss! Wir sehen uns dann!